brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die Zeiten mies sind. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es herrscht Depression. Viele sind ohne Arbeit oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Der Dollar ist keine 5 Cent mehr wert. Banken gehen pleite, Geschäftsleute haben eine Waffe unterm Laden. Verbrecher machen die Straßen unsicher. Es scheint niemanden zu geben, der weiß, was man dagegen tun kann. Wir wissen, die Luft, die wir einatmen, ist vergiftet, genauso wie die Lebensmittel, die wir essen. Wir sitzen zu Hause im Sessel, sehen fern und lassen uns von irgendeinem Ansager erzählen, dass es heute 15 Morde und 63 Gewaltverbrechen gegeben hat. So, als ob das ganz normal wäre. Wir wissen, die Zeiten sind mies, schlimmer als mies. Sie sind verrückt, es ist, als ob überall alles verrückt geworden ist, sodass wir gar nicht mehr rausgehen wollen. Wir sitzen zu Hause und langsam wird die Welt, in der wir leben, immer kleiner und wir sagen nur, bitte, lasst uns wenigstens hier in Ruhe in unserem Wohnzimmer. Lasst mich meinen Toaster haben, meinen Fernseher, meine Stahlgürtelreifen. Dann sage ich auch nicht, lasst mich bloß in Ruhe. Ich werde euch aber nicht in Ruhe lassen. Ich will, dass ihr wütend werdet. Ich will nicht, dass ihr protestiert oder Krawalle veranstaltet oder eurem Kongressabgeordneten schreibt, denn ich wüsste nicht, was ihr ihm schreiben solltet. Ich weiß nicht, was man gegen die Depression tun kann, die Inflation gegen die Russen und die Verbrechen auf den Straßen. Ich weiß nur, dass ihr erst einmal wütend werden müsst. Ihr müsst sagen, ich bin ein menschliches Wesen, verdammt nochmal. Mein Leben hat einen Wert. Irgendwas schlägt in der Luft, ich kann es fühlen. Die Zeit der Veränderung, ein Zittern und Vibrieren. Deshalb sind wir hier, zwar noch am Vegetieren. Noch verdammt wacht auf und fangen an zu kapieren. Und wir müssen uns wehren, müssen laut werden, schreien. Auf uns zu entfernen und uns weiter zu entzweien. Wir müssen endlich damit anfangen, uns zuzuhören. Und aufhören, uns aus Hass immer wegzutören. Die Welt ist im Wandel, so langsam geht es los. Berlusconi bleibt im Amt und schon brennt Rom. Weißt du noch, Frankreich, ein Hauch Revolution. Oder Studenten in London und Kampf in Athen. Nur bei uns in Deutschland bleibt die Zeit wieder stehen. Wir haben S21, komm am Schlichten zu sehen. Wie sie überlegen, sitzen vor den Plänen, nichts bewegen und ihren Lobbyismus pflegen. Die Gesundheitsreform, Rösler der Knecht, der Mappus der Pharma lügt uns ins Gesicht. Reformiert und schafft Übersicht für die Pillenlobby, die ihren Willen kriegt. Oder Theodor, der Herr von Gutenberg, der als Medienstar nach Afghanistan fährt. Mit Frau und Kerner für die Zukunft wirbt. Die Werbetrommel rührt und die Idioten verführt. Deutschland wach auf, willst du gestern immer letzter sein? Deutschland steh auf, oder findest du das gut, immer wegzuschauen? Deutschland werde laut, heb deine Faust, um jetzt mitzuschreien. Ich glaub, Deutschland ist ein Scheißverein. Ich sag nur Norbert, Röttgen, Castor, Transport, Atom für die Massen. Und nach uns die Sintflut, keine Endlagerlösung, hast du ein Skandal. Das hat Merkel uns geschenkt, als sie Ministerin war. Unter Kohl für die Umwelt, 96 wird dir klar. Wunderbare Bilderberger, Lobbyisten, Mafia, Waffenfall ans Netz, Verlängerung, hurra. Atommüll ins Wendland ist wunderbar. Und Terror, Alarm, versteckte Sicherheit. Überall Gefahr, tausche Schutz gegen Freiheit. Mehr Polizei, Briefbomben aus Athen, Al-Qaida, Taliban und linke Terroristen. Mehr Überwachung, Deutschland braucht Schutz, chassierte Demassier und wir sein Besitz. Ein Schlag in Stockholm, ho ho Gefahr. Na wenn das mal keine Vorhaltsflag-Aktion war. Deutschland wach auf, willst du gestern immer letzter sein? Deutschland steh auf, oder findest du das gut, immer wegzuschauen? Deutschland werde laut, heb deine Faust, um jetzt mitzuschreien. Ich glaub, Deutschland ist ein Scheißverein. Und gehen Food im Vormarsch, machen grad die Gesetze klar. Europa als Absatzmarkt für Mais aus Amerika. Null Toleranz, sie verseuchen alles Leben. Null Akzeptanz, sonst werden wir alle sterben. Unsere Kennzeichnungspflicht für Lebensmittel ist für den Arsch. Und dann gehen Food Kontrolle, komm mal klar. Bei unserer deutschen Lobbyisten Mafia. Tod für die Massen aus dem Kaufhausregal. Und Rettungsschirm der EU für den Euro. Ey, die Wirtschaft geht bankrott und alles wird teurer. Athen brennt trotz Milliardenpaket. Und Irland wird verlassen, weil er auch nichts mehr geht. Aber Deutschland ist Wirtschaftswunder 2010. Während alle zusehen, wie wir alle untergehen. Und sie alle zusehends aufgeben zu verstehen. Und den Fernseher anmachen, um nicht zu überlegen. Deutschland wach auf, willst du gestern immer letzter sein? Deutschland steh auf, oder findest du das gut, immer wegzuschauen? Deutschland werde laut, heb deine Faust, um jetzt mitzuschreien. Ich glaub, Deutschland ist ein Scheißverein. Deutschland wach auf, willst du plötzlich immer letzter sein? Deutschland steh auf, oder findest du das gut, immer wegzuschauen? Deutschland werde laut, heb deine Faust, um jetzt mitzuschreien. Ich glaub, Deutschland ist ein Scheißverein.